Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ja, neben mir ist auch der Hauke. Hallo Hauke. Hallihallo, na? Ja, wunderbar. Wir haben das kommende Wochenende etwas ganz Besonderes vor. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, finden jetzt am Samstag und Sonntag die Chemnitzer Linux-Tage statt. Das ist eine riesige Linux-Veranstaltung, die ansonsten ja offline stattfindet in Chemnitz. Aber diesmal sind die wieder online, eben wegen Corona. Und da gibt es ganz, ganz viele Vorträge. Jetzt auch eine eigene App könnt ihr euch anschauen. Aber es gibt dort auch Vorstände, sage ich schon. Wie heißt das? Stände. Es gibt auch Stände, ja, so Messestände, aber dieses Mal halt eben nicht, wie man es halt so kennt von so einer Messe, wo man hingeht, sondern jetzt auch rein virtuell. Denn die Chemnitzer Linux-Tage, die haben dieses Jahr wiederum ein Work-Adventure. Und dort können alle Besucher so ein bisschen rumlaufen mit so einem kleinen Avatar und eben auch an den Ständen sich mit dem Standpersonal treffen oder eben auch mit anderen Besuchern eben in Kontakt treten. Und wir haben eben auch einen gemeinsamen Stand, wo wir verschiedene Dinge vorstellen. Was stellen wir denn so alles vor? Genau, gute Frage. Also zum einen, was ich auf jeden Fall weiß, dass du M23 vorstellst, aber da kannst du noch gleich was dazu sagen. Ich selber stelle einmal, ja, wenn man so möchte, so ein bisschen das Godot-Projekt und mein Zugsimulator, den ich nebenbei noch entwickle, vor. Und zusammen stellen wir auf jeden Fall unsere Livestream-Folgen vor und unser Format, was wir ja jetzt tatsächlich seit über einem Jahr hier auf Linux Guides jeden Dienstagabend machen. Und wollen da einfach mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall zu den Chemnitzer Linux-Tagen kommen und da auch in dieses Work-Adventure rein. Wie das funktioniert, sieht man dann hier in den Add-ons unter CLT-Adventure. Dort steht dann auch alles. Wir verlinken euch diese Seite natürlich auch. Willst du vielleicht noch mal was zu M23 sagen oder? Ja, M23 ist ein Softwareverteilungssystem, mit dem man halt viele Systeme innerhalb von einem lokalen Netzwerk installieren und administrieren kann. Also ihr könnt damit virtuelle Maschinen installieren oder eben auch Desktop-Systeme mit Debian, Ubuntu und Linux Mint mit verschiedenen Desktop-Oberflächen, zusätzliche Pakete installieren, deinstallieren, Updates fahren, eine eigene Skriptsprache ist mit dabei, um Dinge zu automatisieren und, und. Und wenn ihr jetzt irgendwie Interesse an M23 Softwareverteilung haben solltet, kommt einfach an den Gemeinschaftsstand. Also von, wie es da so schön steht, von 10 bis 18 Uhr sind wir prinzipiell da. Du machst irgendwie kurz einen Vortrag. Genau. Also, aber ich werde halt die ganze Zeit denn da sein und bin halt eben für Fragen zu M23 zu unseren Live-Sendungen da und zum Zugsimulator kann ich nicht so viel erzählen. Aber prinzipiell, ne, es ist immer jemand da und ihr könnt einfach vorbeikommen oder einfach über Linux Open Source unterhalten. Wir sind für euch da, kommt vorbei. Genau, kommt vorbei, kommt mit uns gerne ins Gespräch und wenn wir euch dann doch ein bisschen zu langweilig sind, dann gibt es aber auch noch ganz, ganz viele andere Aussteller. Also hier gibt es einiges. Das Inkscape-Projekt beispielsweise macht auch relativ viel und hier seht ihr jetzt mal eine Liste von allen Projekten und allen Firmen, die hier mit drin sind. Könnt ihr mit allen ins Gespräch kommen. Die sind dort alle vertreten. Und könnt ihr euch mit denen unterhalten, euch informieren, vielleicht Anregungen mitgeben. Wenn euch das dann zu langweilig sein sollte, auf jeden Fall damit uns irgendeinen Scherz machen oder sowas. Dafür sind wir meistens auch zu haben. Ja, genau, so sieht's aus. Nebenbei gibt es natürlich noch ganz viele Vorträge. Ich selber halt auch, wie gesagt, ein um Sonntag um 15 Uhr, glaube ich. Nicht Sonntag, Samstag. Da freue ich mich schon und bin da natürlich sehr gespannt drauf. Ansonsten Pflicht auf jeden Fall, das Work Adventure zu besuchen, da einfach mal reinzuschauen
Und genau, wir am Ende haben wir sogar schon einen kleinen Einblick, wie unser Stand aussieht. Und da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und ich schalte jetzt mal um. Und da sind wir hier. Wir sind direkt neben den Toiletten. Ich weiß Das nicht, ist warum aber man gut, aber uns nicht dahin so weit. getan hat. Ja, nee, genau. Wir haben es nicht so weit. Ne? Man muss es ja immer positiv sehen. Ja, genau. Nee, hier sind Genau. wir beide dann. Kann uns hier auch aufs Sofa setzen, bevor hier dieser Jitsi-Raum aufgeht. Genau. Heidewitzka. Ja. Und genau, hier können wir uns treffen. Da Genau. freuen wir uns auf jeden Fall auch schon auf euch. Und bis dahin, ja, euch erstmal eine schöne Zeit. Und am Samstag und Sonntag auf jeden Fall nicht vergessen, zu den Chemnitzer Linux-Tagen zu kommen. Eintritt ist frei, könnt einfach auf den Link klicken und loslegen. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Ja, das letzte Wort überlasse ich dir, Hauke. Ja, genau, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also von daher kommt vorbei, auch wenn ihr virtuell vorbeikommt. Wir freuen uns und bleibt gesund und bis dann.